Ja, hallo meine lieben Freunde. Ich darf euch also alle herzlich willkommen heißen wieder an diesem heutigen Abend. Ich hoffe, ihr hattet einen gesegneten Tag und eine gesegnete Woche wieder hinter euch seit dem letzten Mal. Und ich freue mich, dass ich euch wieder über diesen Weg begrüßen kann. Wir wollen auch heute Abend wieder in einem Thema weitergehen. Ich habe das heute überschrieben, das verlorene oder verzögerte Himmelreich. Vielleicht ein etwas ungewöhnlicher Titel, den ich da gewählt habe, aber nach dem allen, was wir bisher im Zusammenhang mit dieser Sendung des Propheten Elia schon besprochen haben, meine ich, dass dieser Titel für die, die bisher dabei waren, schon etwas aussagen kann. Und wir werden im Laufe unseres Abends heute uns über dieses Thema Gedanken machen. Zwei Möglichkeiten: Das Himmelreich geht verloren oder das Himmelreich verzögert sich. Von beiden können wir reden. Wir werden uns Gedanken darüber machen, wie das auf beide Bereiche zutreffen kann. Die Frage wird sich stellen, was davon, von einem verlorenen oder von einem verzögerten Himmelreich, was davon trifft in der Geschichte Israels, aber vielleicht auch darüber hinaus in der Geschichte dieser Welt grundsätzlich zu oder was könnte zutreffen. Es geht in diesem Thema immer noch im Zusammenhang mit diesem Wegbereiterkonzept, das uns jetzt schon einige Sendungen, die wir machen hier, begleitet. Wir werden uns die Frage stellen, der wir nachgehen wollen und die wir da und dort in unseren Themen auch immer wieder anklingen haben lassen. Was geschieht, wenn Wegbereiter des Herrn, Wegbereiter des Himmelreichs, denn um das geht es ja, ein Wegbereiter Gottes, ein Wegbereiter des Herrn, ist er gleichzeitig auch ein Wegbereiter des Himmelreiches. Was geschieht, wenn solche Wegbereiter, wie es Johannes einer war, aber wie es auch vor ihm schon viele gegeben hat, wenn diese Wegbereiter missachtet werden oder nicht gehört, wenn man sie nicht annimmt, wenn man ihnen kein Gehör schenkt und wenn man sie letztendlich verwirft, wie es ja immer wieder in der Geschichte Israels, aber wir werden auch sehen, darüber hinaus auch in dieser Geschichte dieser Welt geschehen ist. Ich darf euch einladen, dass wir auch heute zu diesem wichtigen Thema, über das wir uns Gedanken machen wollen, zu Gott kommen und uns im Gebet vor ihm verneigen. Lieber Vater im Himmel, wir sind dir wieder dankbar für diesen Abend, den du uns heute wieder schenkst, für die Möglichkeit, die wir wieder haben dürfen, dass wir über diesen Weg wieder gemeinsam über dein Wort nachdenken dürfen. Wir wollen dich bitten, dass du jetzt bei uns bist, dass du jeden Einzelnen, der zuhört, auch die rechten Gedanken schenkst, dass du uns Frieden gibst, inneren, und danke auch für den äußeren Frieden, den wir noch haben dürfen. Und dass wir auf diese Weise verbunden sein können, untereinander, aber auch mit dir. Und dass wir dein Wort auch auf diese Weise weitergeben können. Möge es ein Anstoß sein für uns alle, die wir uns mit diesem Thema heute Abend beschäftigen. Lenke uns durch deinen Heiligen Geist, dass wir tiefer und tiefer in dein Wort eindringen können. Und dass wir dadurch auch deinen göttlichen Plan, den du mit uns persönlich hast, aber auch mit dieser Welt, mit deinem Volk auf dieser weiten Erde, dass wir ihn verstehen und dass wir uns auch dort einbringen in diesen Plan, wo du uns gerne haben möchtest. In diesem Sinne segne unser Beisammensein jetzt und halte alle Störende fern und wir danken dir in deinem großen Namen, Herr Jesus. Amen.
Gut, herzlich willkommen noch einmal, alle, die sich dazugeschaltet haben und ja, manche vielleicht noch dazu kommen werden. Jedenfalls, wir starten unser Thema heute Abend mit einer Frage wiederum, die ich gerne an den Beginn stellen möchte. Was kann, wenn wir von einem verlorenen und von einem oder von einem verzögerten Himmelreich sprechen können? Was kann also laut Bibel mit dem Himmelreich tatsächlich geschehen? Kann es wirklich verloren gehen oder kann es auch verzögert werden, das Kommen des Reiches Gottes? Was bedeutet es, wenn wir den Gedanken uns zunächst einmal stellen, wenn wir das so formulieren, was bedeutet es, wenn das Himmelreich verloren geht? Wie ist das grundsätzlich möglich? Ich meine, die einfachste Antwort wäre, das Himmelreich geht verloren, wenn der Mensch sich nicht für dieses Himmelreich interessiert oder wenn der Mensch nicht bereit ist, sich um dieses Himmelreich zu kümmern. Oder es kann ja sein, dass jemand schon dieses Himmelreich kennengelernt hat, dass er es angenommen hat, indem er Jesus angenommen hat und dass ihm das wieder verloren geht. Das Himmelreich verlieren bedeutet natürlich dann im Klartext auch das ewige Leben zu verlieren. Himmelreich ist ja gleichbedeutend, wenn wir es auf die jenseitige Welt verlegen, das Himmelreich dann auch gleichbedeutend mit ewigem Leben. Und das Verlieren des Himmelreiches bedeutet dann auch den Verlust des ewigen Lebens, das Gott eigentlich für jeden Menschen vorgesehen hat. Wir kennen die Aussagen in der Bibel, wo uns gesagt wird, dass Paulus hat es zum Beispiel im 1. Timotheusbrief ganz deutlich formuliert, Gott will nicht, dass jemand verloren geht, auch in 2. Petrus 2 ist sein Text, sondern er will, dass allen Menschen geholfen wird und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Damit haben wir auch gleichzeitig schon eine Grundvoraussetzung, wie dieses Himmelreich grundsätzlich auch erlangt werden kann, womit das Erlangen des Himmelreiches auch ganz eng in Verbindung steht. Das bedeutet auch mit Erkennen der Wahrheit. Wenn Gott will, dass allen Menschen geholfen wird und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen, dann war das ja auch mit ein Ziel, warum Jesus in diese Welt gekommen ist. Und das sollte uns auch bewusst sein, dass das eine ganz besondere Bedeutung hat, wenn Jesus in diese Welt gekommen ist. Dass er kam, um auch für die Wahrheit zu zeugen. Ein ganz wichtiges Konzept, ein wichtiger Grund, warum Jesus in diese Welt gekommen ist. Und ich denke, wenn Jesus in diese Welt kam, um für die Wahrheit zu zeugen, dann muss das etwas ganz Wichtiges gewesen sein. Und dann muss das wohl auch damit etwas im Zusammenhang zu bringen sein, dass das etwas mit Vorbereitung auf das Himmelreich zu tun hat. Und wenn auch wir letztendlich als Menschen und wenn Jesus damals seine Jünger gesandt hat, um diese Wahrheit vom Himmelreich in dieser Welt zu verkünden, in dieser Welt zu verbreiten, dann hat das alles etwas mit Wegbereitung des Himmelreiches zu tun. Ob das jetzt im Neuen Testament das zweite Kommen Jesu betrifft oder ob es im Alten Testament das erste Kommen Jesu bedeutet hat, spielt im Grunde genommen keine Rolle. Denn die Vorbereitung auf diese Begegnung mit Gott war und ist immer die gleiche und hat etwas mit Annahme der Wahrheit zu tun. Und dazu hat Gott ja Propheten gesandt, die die Menschen auch lehren sollten in dieser Wahrheit. Und der Verlust des Himmelreiches muss wohl dann auch etwas damit zu tun haben, dass man solchen Propheten nicht glaubt, dass man sie ablehnt und dass man auf diese Weise das Wort Gottes nicht wirklich annimmt. Das wäre so ein paar wichtigste Gedanken zum Verlust des Himmelreiches und damit zum Verlust des ewigen Lebens. Einfach, ist eigentlich sehr einfach zu beantworten. Wie ist es mit der Verzögerung?
Wenn wir von der Verzögerung des Himmelreichs sprechen, dann ist das ein Gedanke, der für viele Christen völlig absurd ist, darüber überhaupt nachzudenken oder vielleicht sowas überhaupt zu formulieren. Denn wenn man davon spricht, dass sich das Himmelreich verzögert, dann wird den meisten Christen sofort das Argument wahrscheinlich einfallen, dass das Himmelreich ja gar nicht verzögert werden kann, denn Gott hat ja einen Plan, der ist ja, steht ja von Ewigkeit her schon fix fest. Und wenn Gott einen Plan hat, dann geht es höchstens darum, dass diese Zeit für diese Erfüllung dieses Planes, wo er sein Himmelreich aufrichten möchte und wo er dann die gläubigen Menschen in dieses Himmelreich führen möchte, dass eben die Zeit noch nicht da ist, dass der Plan, den Gott von Anfang der Welt gelegt hat, eben noch nicht an seinem richtigen Zeitpunkt angekommen ist. Viele gläubige Christen, die auch die an die Bibel glauben, sind der Überzeugung, die eben, dass Gott von Anfang an einen fixen Zeitplan hat, wo sich eben die Ereignisse abspielen. So hat er einen fixen Zeitplan für sein erstes Kommen an einen ganz bestimmten prophetischen Zeitpunkt. Da weist man ja dann auch auf biblische Prophezeiungen hin im Alten Testament. Und die mussten sich ja zuerst erfüllen, damit Jesus das erste Mal kommen konnte. So wird das allgemein dargestellt. Und dann eben für sein zweites Kommen gibt es ebenfalls einen Zeitplan, den Gott offensichtlich, so sagt man dann, den Menschen nicht offenbart hat, denn Zeit und Stunde weiß ja niemand. Und weil das so ist, weil niemand Zeit und Stunde weiß und Gott das aber in seinem ursprünglichen Plan schon fix vorher, über Jahrtausende hinaus vorher fixiert hat, kann man eigentlich von einer Verzögerung des Himmelreiches nicht reden. Das ist die Meinung, die weit verbreitet ist. Und ich habe in den letzten Jahren, letzten 20 Jahren eigentlich, wo ich das für mich zu meinem Thema gemacht habe und viele, die mich gehört haben, in Predigten, in Vorträgen, werden diesem Gedanken immer wieder begegnet sein, dass mir das ein großes Anliegen war, durch viele Jahre hindurch auch von diesem Konzept der Verzögerung der Wiederkunft Jesu zu sprechen. Und ich habe für viele Jahre meines Predigerlebens eigentlich immer von einer Verzögerung nur gesprochen, die es in der Zeit nach 1844, also für uns Adventisten, nur von einer Verzögerung gesprochen, die erst nach 1844 geschehen ist. Denn bis dorthin gab es ja diese langen Zeitweissagungen der 2300 Abend und Morgen. Und so war ich auch viele Jahre meines Lebens der Überzeugung, bevor nicht diese 2300 Abend und Morgen aus Daniel 8,14 zu ihrem Ende kommen in der Geschichte, konnte man die Wiederkunft Jesu nicht erwarten. Und auch im Alten Testament, bevor diese 70 Wochen nicht vergangen sind, konnte man auch sein erstes Kommen nicht erwarten. Das war immer so meine Vorstellung. Inzwischen haben mich viele gehört. Wir haben gemeinsam auch an diesen Themen gearbeitet und sind draufgekommen, dass die Bibel einen solchen Gedanken eigentlich nicht zulässt, sondern dass wir es in der ganzen Geschichte des Alten Testamentes, auch des Neuen Testamentes tatsächlich von einer Verzögerung des Kommens des Herrn, sei es das erste oder sei es dann das zweite Kommen Jesu, eigentlich sprechen können. Wir werden auch heute Abend in dieser Richtung uns ganz konkret Gedanken machen und das in Verbindung mit diesem Wegbereiterkonzept, das uns jetzt schon einige Zeit in diesem Thema mit Johannes dem Täufer beschäftigt. Was trifft also, und das ist eine weitere Frage, die wir stellen wollen, was trifft eigentlich auf die Weltgeschichte, in der wir momentan leben und im Rückblick schauen, und auch auf die Geschichte Israels in alttestamentlicher Zeit vor allen Dingen eher zu? Dass das Himmelreich verloren gegangen ist für Menschen oder dass das Himmelreich sich verzögert hat? Ich meine, dass das hier einen anderen Aspekt noch aufzeigen können, dass die Verlust des Himmelreiches individuell sein kann. Das heißt, jeder Mensch für sich kann entscheiden, ob er einmal das Himmelreich erlangen möchte oder ob es ihm verlustig gehen möchte, ob er das ewige Leben erreichen möchte oder das ewige Leben verloren gehen möchte.
bei der Verzögerung des Himmelreiches denken wir jetzt vielleicht weniger an diese persönliche Geschichte, die der einzelne Mensch in seinem, nur zu seinen Lebzeiten mit Gott leben kann. Er kann natürlich auch in seinem persönlichen Leben irgendwo die Entscheidung für Jesus hinauszögern und damit vielleicht auch im gewissen Sinne das Himmelreich für ihn hinauszögern. Ja? Kann man irgendwie einordnen. Aber die andere Seite ist, wenn wir von der Verzögerung der Wiederkunft oder des Himmelreiches sprechen, dass es mehr ein historisches Geschehen ist, dass hier von einer Verzögerung gesprochen werden kann. Stellen wir uns noch eine Frage, bei der wir weitergehen wollen, und zwar im Zusammenhang mit Matthäus Kapitel 11. Und da lade ich euch ein, diesen Text noch einmal aufzuschlagen. Da geht es um diese Aussage, die wir jetzt schon mehrmals betont haben. Was kann mit dem Himmelreich geschehen? Was hat Jesus zu seiner Zeit, als er auf Erden war, zu dem Zeitpunkt, als Johannes der Täufer damals im Gefängnis lag schon und meinte, er müsse vielleicht auf etwas anderes warten? In diesem Zusammenhang hat Jesus etwas gesagt, was mit dem Himmelreich geschehen ist zur Zeit Jesu und zur Zeit des Johannes des Täufers. Erinnern wir uns diesen Vers in Kapitel 11, Matthäus Kapitel 11, Vers 12. Da sagt Jesus: Aber von den Tagen Johannes des Täufers bis hierher, also wo Jesus hier diese Aussage gemacht hat, leidet das Himmelreich Gewalt und die Gewalt tun, reißen es weg. Da haben wir eine dritte Möglichkeit dessen, was mit dem Himmelreich geschehen kann. Es kann nicht nur verloren gehen, es kann nicht nur verzögert werden, sondern hier sagt Jesus, man kann hier dem Himmelreich Gewalt antun, ja, und es wegreißen. Das heißt, man kann das Himmelreich mit Gewalt verhindern. Das ist das, was hier im Zusammenhang mit Johannes dem Täufer in Verbindung bringt. Dass er sagt, das Himmelreich wurde weggerissen. Wir haben darüber schon gesprochen, dass das nur durch den Unglauben, durch den Ungehorsam des Volkes damals und der geistlichen Führung im Volk Israel geschehen sein kann, als sie eben die Botschaft des Johannes des Täufers, dieses Wegbereiters, nicht angenommen haben. Und ihn in diesem Sinne auch verworfen haben und auch versucht haben, das Volk daran zu hindern, der Botschaft des Johannes dem Täufer wirklich Gehör zu schenken. Nun haben wir aber in unseren letzten Themen immer wieder den Gedanken einfließen lassen, Johannes war doch nicht der einzige Wegbereiter in der ganzen alttestamentlichen Geschichte, der das Kommen des Herrn vorbereiten sollte und der das Himmelreich vorbereiten sollte. Und ich habe mir auch die Frage gestellt, ob wir diesen Satz, den Jesus hier gesagt hat, von den Tagen des Johannes des Täufers bis hierher leidet das Himmelreich Gewalt und die Gewalt und reißen es weg, ob man diesen Gedanken nicht auch etwas ausweiten kann auf das, was schon längst vor Johannes dem Täufer bei all den Wegbereitern geschehen ist mit dem Himmelreich. Und diesen Gedanken wollen wir heute etwas nachgehen, ob nicht schon auch im Alten Testament das Himmelreich, die Errichtung des Himmelreiches, Gewalt gelitten hat. Und dass sie immer wieder von gewissen Menschen, dass es immer wieder von gewissen Menschen, von geistlichen Führern weggerissen worden ist, dem Himmelreich Gewalt angetan worden ist. Und ich denke, dass wir guten Grund haben, das mal so zu sagen. Denn die Frage stellt sich, was wäre denn gewesen, wenn Israel Johannes den Täufer damals zur Zeit Jesu, aber schon seit Mose auch alle anderen Wegbereiter und die Propheten, von denen Mose vorausgesagt hat, nicht, dass der Herr senden wird und auf den sollte man hören. Und wir haben ja gesagt, da kam ja nicht nur einer, da kamen ja viele und alle haben dasselbe Schicksal erlitten, dass man sie ja eigentlich nicht gehört hat und dass man sie immer wieder auch, dass man ihnen immer wieder Probleme gemacht hat. Deshalb diese Frage, hätte das Himmelreich, wenn diese Wegbereiter
angenommen worden wären, wenn man ein Gehör geschenkt hätte, hätte das Himmelreich auch schon früher kommen können? Oder hat Gott tatsächlich von Anfang der Weltgeschichte an, seit dem Sündenfall Adams im Paradies, schon ganz fix einen Zeitplan fixiert, wann er das Himmelreich letztendlich erst aufrichten würde? Und dass das eben erst über diesen ganzen Weg der Geschichte gehen wird, so wie wir es im Rückblick heute haben und in der Zukunft für uns noch in einer ungewissen Zeit vor uns liegt. Tatsache ist, dass Gott immer schon Wegbereiter hatte. Und ich dachte mir, wir schauen uns heute vielleicht ein paar ganz konkrete Beispiele an, wie in vergangenen Zeiten, vielleicht auch schon vor der Sintflut, mit Wegbereitern umgegangen ist oder umgegangen wurde. Ja? Ich meine, kann man sich die Frage stellen, wen würdet ihr als ersten Wegbereiter nach dem Sündenfall so ganz konkret irgendwo nennen? Wenn ihr so an die biblische Geschichte im Alten Testament denkt, welcher Name würde euch einfallen, wo man sagen könnte, dort hat eigentlich irgendwo Wegbereitung im Alten Testament begonnen? Macht euch vielleicht kurz darüber selber Gedanken. Ich würde meinen, dass ein erster Hinweis auf dieses Wegbereiterkonzept in 1. Mose Kapitel 4 zu finden sein kann. Und zwar ganz konkret in der Geburt des Sohnes, der nach der Ermordung des Abel durch seinen Bruder Kain Adam und Eva geschenkt wurde. Und das war dieser Sohn namens Seth, der mit diesem, ja, der den Namen trägt, Ersatz. Das heißt, er kam als Ersatz für Abel. Und von diesem Seth wird gesagt im Vers 26, und Seth zeugte auch einen Sohn und nannte ihn Enosch. Das ist jetzt die zweite Generation also. Zu der Zeit fing man an, den Namen des Herrn anzurufen. Oder es gibt andere Texte, andere Bibeln, wo da nicht steht, zu der Zeit fing man an, den Namen des Herrn anzurufen, sondern zu verkündigen. Und an den Namen des Herrn zu glauben. Ja? Ich denke, dass das hier ein konkretes Missionskonzept darstellt, dass hier Mission begonnen hat. Offensichtlich war das zu einem Zeitpunkt, wo das schon notwendig war. Wo man angefangen hat, den Namen des Herrn anzurufen, ist fast nicht möglich, denn ich denke, die Menschen bis dorthin haben ja den Namen des Herrn sicherlich angerufen. Adam und Eva im Paradies, Kain und Abel, wenn sie dort vor dem Opfer da standen, dann kann man sich nicht vorstellen, dass die nicht schon den Namen des Herrn angerufen haben. Deshalb ist hier diese Übersetzung mit angerufen wahrscheinlich eher nicht die geeignete, sondern wirklich die Bibeln, die da von predigen sagen, zu verkündigen sagen, das wird hier wohl eher der Fall sein, dass man angefangen hat, den Namen des Herrn zu verkündigen und damit den Namen Gottes und den Plan Gottes angefangen hat zu verkündigen, was er mit den Menschen vorhat. Als zweiten haben wir dann einen gläubigen Glaubensmann, der da in dem Geschlechtsregister vorkommt, das ist der Henoch. Von dem lesen wir allerdings hier in diesem fünften Kapitel im ersten Buch Mose nicht so konkret, dass er irgendwo den Namen des Herrn verkündigt hat oder dass er irgendwo da das Evangelium verkündigt hat oder das Kommen des Herrn verkündigt hat, sondern es steht hier eigentlich nur in 1. Mose 5, Vers 22, und Henoch wandelte mit Gott. Und nachdem er Methuselah gezeugt hatte, lebte er 300 Jahre, zeugte Söhne und Töchter und sein ganzes Alter war 365 Jahre. Und weil er mit Gott wandelte, nahm ihn Gott hinweg und er ward nicht mehr gesehen. Das ist für mich eine ganz wichtige Stelle hier aus dem Alten Testament, aus der siebten Generation nach Adam. Das ist etwa 600 bis 700 Jahre vor der Sintflut. Da war es schon möglich, dass ein Mensch, der hier auf Erden gelebt hat, wie jeder andere sündige Mensch, aber dann ein gläubiges Leben geführt hat, mit Gott gewandelt hat, dass ihm das Himmelreich damals schon offen stand.
Offensichtlich war, können wir diese Stelle, und ich würde vorschlagen, dass wir diese Stelle, dass Henoch hier entrückt wurde, wissen wir auch aus dem Neuen Testament, aus dem Hebräerbrief, dass Henoch zu Gott entrückt worden ist, und dass das ein Hinweis ist, dass das Himmelreich eigentlich für Menschen schon damals im gewissen Sinne bereit war, dass sie aufgenommen werden könnten. Bei Henoch jedenfalls, er ist ab diesem Zeitpunkt im Himmelreich aufgenommen worden. Im Neuen Testament lesen wir, was er vor seiner Aufnahme getan hat, dass er nicht nur mit Gott gewandelt hat, ganz persönlich, sondern dass er auch einen Auftrag erfüllt hat. Und das finden wir im Brief des Judas, dem kleinen Brief vor der Offenbarung im Neuen Testament. Und da wird uns hier von Henoch berichtet, im Vers 14, Judas Vers 14: Es hat aber auch von ihnen, von diesen gottlosen Menschen damals, ja, von ihnen geweissagt Henoch, der siebente von Adam an, und gesprochen: Siehe, der Herr kommt mit vielen tausend Heiligen, Gericht zu halten über alle und zu strafen alle Gottlosen für alle Werke ihres gottlosen Wandels, womit sie gottlos gewesen sind, und für all das Freche, das die gottlosen Sünder wider ihn geredet haben. Eine ganz deutliche Aussage eines Propheten in der vorsintflutlichen Zeit, denn so können wir nennen, jeder, der im Namen Gottes geredet hat und der das Kommen des Herrn, das Kommen des Gerichtes angekündigt hat und damit auch das Kommen des Reiches Gottes angekündigt hat, war ein Wegbereiter Gottes und hat Menschen versucht, für dieses Himmelreich vorzubereiten, durch diese konkreten Botschaften, wie wir sie hier nur andeutungsweise haben. Wir haben keinen Hinweis in der Heiligen Schrift, wie es dem Henoch gegangen ist bei dieser Verkündigung. Wir haben Hinweise in den Büchern von Ellen White, wo uns hier manche Erklärungen gegeben werden, und jeder, der diese Geschichte vor der Sintflut kennt, einschließlich eines Noah, den können wir gleich dazu nehmen hier. Auch der Noah war ja einer solcher Verkündiger und hat die Menschen eigentlich durch seine Verkündigung nicht nur auf die Sintflut vorbereitet, sondern indem sie sich richtig vorbereiten im Glauben auf die Sintflut und auf die Rettung durch die Sintflut, war ja das gleichzeitig auch eine Vorbereitung auf das ewige Leben. Dem Noah zu glauben und damit Gott zu glauben für die damalige Zeit bedeutete auch natürlich, sich zu bekehren, umzukehren. Der Noah wird sicher nicht nur verkündigt haben, eine Flut wird kommen, schaut, dass ihr euch rettet, helft da bei der Arche zu bauen und dass ihr da hineinkommt, sondern der Noah hat ja letztendlich, im Neuen Testament wird er geschildert, im Petrusbrief, als der Prediger der Gerechtigkeit. Das heißt, auch er hat den Menschen ein gerechtes Leben vermitteln wollen, weil es nur so eine Aufnahme in das Himmelreich und zum ewigen Leben geben kann. Und bei Noah wissen wir schon sehr deutlich, wie es ihm gegangen ist. Er wurde abgelehnt, die Leute haben ihn ausgelacht, nicht? Und niemand hat das geglaubt, wozu er die Menschen aufgerufen hat und wovor er sie gewarnt hat. Also, wir haben dort angefangen, nicht, ein ganz konkretes Bild, wie es diesen Wegbereitern in ihrer Verkündigung gegangen ist. Wir haben das letzte Mal auf dieses Gleichnis von Jesus von den bösen Weingärtnern gesprochen. Und da hat ja Jesus ganz besonders nur die Zeit der israelitischen Geschichte herausgegriffen. Denn das, was Jesus in dem Gleichnis von den Weingärtnern gesprochen hat, hat sich speziell auf das Volk Israel bezogen. Denn für dieses Volk wird im Neuen Testament als Weinberg beschrieben. Und auf diese Geschichte hat sich Jesus besonders konzentriert, wo er dann gesagt hat, wie ein Prophet nach dem anderen, ein Knecht nach dem anderen dort in diesen Weinberg gesandt worden ist. Und wir haben das letzte Mal schon darauf hingewiesen, dass zwar Jesus in diesem Gleichnis davon spricht, dass sie alle verworfen haben, nicht nur verworfen, sondern geschlagen, getötet und ja, gesteinigt und letztendlich
verspottet und verachtet, wie wir dann im zweiten Gleichnis von der königlichen Hochzeit haben, auf die wir heute dann am Schluss nochmal hinkommen werden. Jedenfalls ein Bild der Verwerfung. Aber wenn wir uns im Alten Testament die Propheten anschauen, dann werden wir mal merken, das haben sie grundsätzlich nicht so in der Weise, in so einer groben, in so einer gewaltvollen Art mit allen Propheten gemacht. Ich habe mir drei Beispiele ausgesucht heute, um uns eine andere Art der Ablehnung bewusst zu machen, die wir bei den Propheten finden. Und vielleicht ist diese Art der Ablehnung etwas, was heute eher zutrifft oder momentan in unserer heutigen Zeit. Man tötete keine Propheten, egal ob sie falsch oder ob sie richtig sind. Das macht man ja heute kaum mehr, nicht? Das ist im Mittelalter so passiert, das ist in alttestamentlicher Zeit offensichtlich passiert, aber nicht einmal da, gar nicht so oft, denn ein Noah ist nicht umgebracht worden, ein Henoch ist auch nicht umgebracht worden oder ein Mose auch nicht, ein Josua, ein Samuel, ein Daniel und so weiter. Man hat zwar versucht, oder ein Elia und eine Lisa, wenn wir die ganzen Propheten durchgehen, ein Jeremia, ein Hosea, Amos, Obadja, nicht, und alle diese Propheten, von denen wissen wir nirgends, von diesen buchstäblichen Propheten in der Bibel genannt wurden, dass die gewaltvoll irgendwo geschlagen und gesteinigt worden sind und vernichtet worden sind. Ja. Aber trotzdem gibt es hier interessante Texte, die wir uns ansehen wollen, wie man mit solchen Propheten umgegangen ist, was vielleicht heute auf unsere Situation, selbst vielleicht in den eigenen Gemeinden, in den kirchlichen Gemeinden, zutreffen kann. Schlag doch mal auf in Hesekiel Kapitel 3, den nehme ich mir als erstes Vorbild. Dieser Prophet Hesekiel wurde in der babylonischen Gefangenschaft von Gott berufen, war einer der Gefangenen, die da nach Babylon gegangen sind, und plötzlich hatte er dort in Babylon Träume und Gesichte, die wir hier in seinem Buch finden können. Gleich von Anfang an weg bis zum Schluss, nicht? Ein gewaltiger Prophet mit vielen interessanten Einblicken auch in die himmlische Welt. Er sieht den Thron Gottes von Cherubim getragen, und die Zukunft Israels wird ihm gezeigt von damals, von der Gefangenschaft bis zum Ende hin. Also der Hesekiel ist wie ein Johannes auf Patmos, der in Gefangenschaft erweckt wurde als Prophet. Und im Kapitel 3 könnt ihr, also in Kapitel 2 und 3 eigentlich, ja, könnt ihr seine Berufungsgeschichte lesen. Die ist ganz interessant, wenn man sie als Ganzes liest. Aber ich beschränke mich hier auf Hesekiel Kapitel 3 und da Vers 7. Ja. Oder vielleicht lesen wir doch ab Vers 5. Denn ich sende dich ja nicht zu einem Volk, das unbekannte Worte und eine fremde Sprache hat, sondern zum Hause Israel. Nicht zu vielen Völkern, die unbekannte Worte und fremde Sprachen haben, deren Worte du nicht verstehen könntest. Denn wenn ich dich zu solchen sende, würden sie dich gerne hören. Ist es interessant, dass Gott hier das so sagt. Wenn ich dich zu anderen Völkern, die deine Sprache nicht verstehen, zu Heidenvölkern, die von Israel verurteilt wurden und die als gottgötzendienerische Völker bekannt wurden, Gott sagt, wenn ich dich zu denen senden würde, die würden dich gerne hören. Ja, müsste man sich ja die Frage stellen, warum sendet Gott nicht den Propheten dorthin? Warum ließ er ihn nach Israel gehen und nicht über die Grenzen Israel hinaus? Warum ließ er den Propheten nur zu Israel sprechen? Ein bemerkenswertes Konzept ist da dahinter, das offensichtlich mit dem Volk Israel verfolgte und das es zu verstehen gilt. Gott sagt hier und dann weiter im Vers 7, aber das Haus Israel will dich nicht hören, denn sie wollen mich nicht hören, denn das ganze Haus Israel hat harte Stirnen und verstockte Herzen. Und dann im Vers 11 sagt er, und geh hin zu den Weggeführten deines Volkes und verkündige ihnen und sprich zu ihnen, so spricht Gott der Herr, sie hören oder lassen es. Das heißt, deine Aufgabe ist jetzt nicht zu schauen, dass die dich hören dort und dass sie das alles tun, was sie dir sagen, sondern Gott sagt, geh einfach und sag ihnen das, ob sie das hören wollen oder nicht, sollen sie es hören oder sollen sie es lassen.
Und der Prophet bekommt dann einen ganz konkreten Auftrag, wie er seinen Auftrag erfüllen sollte. Und dann zwischendurch, so späterer Zeit, haben wir dann in Kapitel 33 einen interessanten Text, wo der Jeremia dann seine Erfahrung mit diesem Volk erfährt, wie es ihm ergangen ist. Und ihr könnt ja von der Warte einmal versuchen, den Propheten Hesekiel vor euch von Anfang bis zum Ende einmal systematisch durchzulesen. Das würde ich jedem einmal empfehlen, einfach einmal zu schauen, wie es dem Propheten gegangen ist und wie Gott ihn unterstützt hat, welche Botschaft ihm Gott gegeben hat und wie der Hesekiel diese Botschaft weitergegeben hat und welche Reaktion er im Volk hatte. Und eine dieser Reaktionen hat Gott ihm vorausgesagt, ja. In Hesekiel Kapitel 33, Vers 30. Also zusätzlich zu dem, was er ihm da am Anfang schon vorausgesagt hat, dass das Volk harte Stirnen haben würde und dass sie nicht hören wollen und dass er einfach Schwierigkeiten haben wird, seine Botschaft diesem Volk zu vermitteln. Aber da kommt jetzt hier im Vers 30 eine interessante Beschreibung, da sagt Gott: Und du Menschenkind, dein Volk redet über dich an den Mauern und in den Haustüren und einer spricht zum anderen. Da offenbart Gott dem Propheten, was nicht nur zukünftig sein wird, wie das Volk sich verhalten wird, sondern was gegenwärtig war, was der Prophet vielleicht gar nicht so richtig mitbekommen hat oder nicht so gesehen hat. Ja? Sie reden über dich an den Mauern und in den Haustüren. Und jetzt muss man fragen, wenn da Leute an den Mauern und in den Haustüren über den Propheten reden, was haben sie denn da geredet? Ja, da muss man ja fragen. Kommt doch und lasst uns hören, was das für ein Wort ist, das vom Herrn ausgeht. Das haben die Leute an den Mauern und an den Haustüren geredet. Kommt, geh mal hin zu ihm. Hör mal, schau mal, was er uns zu sagen hat vom Herrn. Und im Vers 31, und sie werden zu dir kommen. Wie das Volk so zusammenkommt und vor dir sitzen als mein Volk und werden deine Worte hören, aber nicht danach tun, sondern ihr Mund ist voll von Liebesweisen und danach tun sie und hinter ihrem Gewinn läuft ihr Herz her. Ist das nicht bemerkenswert? Und vielleicht ist das eine hochaktuelle Botschaft, eine hochaktuelle Beschreibung, wie auch viele Christen heute mit denen umgehen, die ihnen das Wort verkündigen, die ihnen das Wort auch in Wahrheit verkündigen. Denn wir müssen ja heute damit rechnen, es wäre manchmal besser, die Leute würden manche Verkündiger nicht hören in Kirchen, in christlichen Gemeinschaften, vor lauter viel Verkehrtes, was hier geredet wird. Aber hier geht es ja um einen wahren Propheten. Und Gott sagt hier von den wahren Propheten, dass die Leute über ihn an den Mauern und an den Haustüren reden, das heißt so hinter vorgehaltener Hand, was wird man da nicht alles über den Hesekiel geredet haben? Und jeder Verkündiger, der die Wahrheit verkündigt heute in dieser Welt und in der ganzen Geschichte der Weltzeit, musste damit gerechnet haben, dass die Leute über ihn reden und allerlei eigenartige Dinge erzählen, vielleicht auch Lügen erzählen, Gerüchte verbreiten und ja, eben nicht wirklich, und dann trotzdem hingehen und so tun, als würde ihnen der Prophet also sehr gefallen und als hätten sie Freude, ihm zu hören. Das ist genau das, was der Hesekiel hier erleben würde, so hat es ihm Gott vorausgesagt. Ja? Sie werden zusammenkommen in Scharen und werden dir zuhören. Ihr Mund ist voll von Liebesweisen und danach tun sie. Und dann heißt es hier im Vers 32: Und siehe, du bist für sie wie einer, der Liebeslieder singt, der eine schöne Stimme hat und gut spielen kann. Sie hören wohl deine Worte, aber sie tun nicht danach. Als ich das gelesen habe so und immer wieder lese, da kam mir natürlich auch Jesus in den Sinn, auch Johannes der Täufer kam mir da in den Sinn. Sind sie nicht in Scharen hinausgegangen bei Johannes dem Täufer und haben gesagt, so hat noch niemand geredet, bei Jesus in Scharen hinausgegangen. Das Volk hat sich versammelt und hat auch ebenfalls gesagt, so hat noch niemand geredet. Er redet mit Vollmacht. Ja? Aber an den Mauern und in den Haustüren wird man auch über sie geredet haben, über diese beiden, Johannes dem Täufer und Jesus. Und was werden sie über ihn geredet haben?
Pläne hat man geschmiedet, wie man sie loswerden kann oder wie man ihnen widerstehen kann, wie man andere hindern kann, ihnen zuzuhören. Und das war immer eine interessante Vorgangsweise des Teufels, dass die Leute, die irgendwo selber nicht hinhören wollten, den wahren Propheten, dass sie auch alles getan haben, damit sie auch andere Menschen daran hindern. Geht ja nicht hin, und dass man sie gewarnt hat, ist ein Blödsinn, geh nicht hin, sowas kannst du doch nicht anhören. Ich meine, wir sprechen hier von sehr aktuellen Umständen und wir merken, es geschieht eigentlich nichts Neues unter der Sonne. Menschen haben dort oder da immer auf ähnliche Weise reagiert und haben die wahren Boten Gottes in ein schlechtes Licht gebracht. Ihnen gegenüber aber manchmal sehr, sehr freundlich gewesen, haben ihnen gern zugehört und vielleicht hat man gesagt, na so hat er noch überhaupt noch niemand gepredigt. Wenn ich zurückdenke an meine persönliche Predigerzeit, ich habe x-mal und immer wieder nach Vorträgen und nach Sabbatpredigten immer wieder von Geschwistern gehört. Also ich muss das sagen, so eine Predigt habe ich mein Leben noch nicht gehört. Wunderbar. Also das hat mich so aufgebaut und das war so schön, so eine schöne Predigt. Jeder Prediger wird das irgendwann mal erlebt haben. Und wenn ich daran denke, in meiner letzten Gemeinde, wo ich dann entlassen worden bin, ich habe in keiner anderen Gemeinde vorher so viel Lob für meine Predigten bekommen wie gerade in dieser Gemeinde. Das ist mir richtig aufgefallen und ich habe manchen diesen Geschwistern oft gesagt, weißt du, ich frage mich, ob du nach längerer Zeit das vielleicht auch noch so empfinden würdest. Ich freue mich jedes Mal, wenn Leute auch zum Ausdruck bringen, dass ihnen die Predigt etwas gegeben hat. Aber manchmal sind das oft sehr oberflächliche Aussagen. Mir ist es immer lieber gewesen, wenn die Leute zu mir gekommen sind, vielleicht mit Fragen, vielleicht auch mit etwas, wo sie nicht einverstanden waren und dass man da vielleicht ein tieferes Gespräch hätte führen können. Solche Geschwister habe ich immer sehr gerne gehabt. Ja? Und das war immer eine schöne Zeit und es hat mich immer gefreut, wenn man auch nach einer Predigt über seine eigene Predigt gefragt wurde und dass man da auch vielleicht nachgedacht hat und vielleicht unter der Woche mal eine Frage gestellt bekommen hat. Da merkt man, dass Menschen damit umgehen und dass sie selbst studieren, dass sie nachlesen, dass sie sich ermutigen lassen. Das hat man bei Hesekiel offensichtlich auch kaum getan. Gott sagt ihm dann, wenn es aber kommt und siehe, es kommt, so werden sie erfahren, dass ein Prophet unter ihnen gewesen ist. Also sie hören es oder lassen es. Irgendwann werden sie erfahren, da war ein Prophet unter ihnen, der hat über diese Dinge geredet, der hat diese Dinge ganz deutlich angesprochen, der hat das auch durch das Wort Gottes vorausgesagt. Und jetzt erleben wir es, wie es sich erfüllt vor unseren eigenen Augen. Und auch das habe ich immer wieder erlebt, dass Leute, die vor Jahren irgendwelche Botschaften gehört haben von Predigern und dass man nach Jahren gesagt hat, schau, du hast damals darüber geredet, jetzt ist es wirklich so gekommen. Ja? Und das sollte eigentlich immer wieder der Fall sein bei jedem Verkündiger. Schauen wir uns noch einen anderen Propheten an, der Prophet Amos. Ja? Und ihr merkt, wir haben jetzt hier bei Hesekiel eine ganz andere Art. Denn Hesekiel haben sie nicht geschlagen, den haben sie nicht verspottet, den haben sie nicht direkt ins Gesicht gespuckt vielleicht oder in da irgendwo so einen gewaltvollen Widerstand gemacht. Sie haben ihn nicht verworfen und nicht getötet. Aber auch das ist eine Art, wie man auf sanfte Art und Weise einen Propheten ablehnen kann und damit auch riskiert, dass einem das Himmelreich verloren geht. Amos war ein weiterer Prophet, der ebenfalls damit zu kämpfen gehabt hat. Und da gibt es eine interessante Stelle in Amos Kapitel 7, wo Amos eine interessante Erfahrung gemacht hat mit dem, wie man mit ihm umgegangen ist. Da steht ab Vers 10, Amos Kapitel 7, ab Vers 10. Da sandte Amasja, der Priester in Bethel, also da war ein Priester in Bethel, das war so dort, wo Abraham ursprünglich gewohnt hat und wo der Jakob die Himmelsleiter gesehen hat, das war das Bethel, ne? Das ist dort zu diesem Andenken gebaut worden. Und da war ein Priester dann, zur Zeit Amos in Bethel, zu Jerobeam, dem König von Israel, ist er gesandt worden.
dieser Jerobeam, ein gottloser König, ja, und ließ ihm sagen, der Amos macht einen Aufruhr gegen dich im Hause Israel. Das Land kann seine Worte nicht ertragen. Das heißt, ein Priester, der zum König geht und den Amos, der beim König verklagt, also beim höchsten zivilen Verantwortlichen, nicht? In der Administration, kann man sagen, ist verklagt worden, ja? Der Amos. Er macht einen Aufruhr, er ist als Aufrührer bezeichnet worden und da ist behauptet worden, das Land kann seine Worte nicht ertragen. Vielleicht war es nur der Priester, der seine Worte nicht ertragen konnte, oder die Priester im Tempel, für die vielleicht der Amos Botschaften hatte, die nicht ertragen konnten. Und das ist dann so aufgebauscht worden, als würde der Amos im ganzen Land, überall wo er hinkommt, Unruhe stiften. Und das Land, die haben schon so genug von ihm, die können ihm gar nicht mehr hören. Also auch das haben Propheten und wahre Verkündiger, auch Reformatoren, egal in welcher Zeit, immer wieder erlebt. Ja? Dass man so mit einem Propheten umgegangen ist, dass man aufgebauscht hat, ne? Und ihn schlimmer dargestellt hat, als es in Realität ist. Das ist ja auch Jesus so ergangen und den Apostel Paulus, ne? Wo man gesagt hat, auf der ganzen Welt erregt er Aufruhr. Einen gewissen Aufruhr hat er natürlich erregt, der Paulus überall, wo er hingekommen ist, und auch Jesus. Aber doch zum großen Teil haben sie, besonders bei Jesus, die Leute ihm doch zugehört. Aber die anderen konnten ihn nicht ertragen. Im Vers 11 heißt es dann, denn so spricht Amos, Jerobeam wird durch Schwert sterben und Israel wird aus seinem Lande gefangen weggeführt werden. Und Amasia sprach zu Amos, du Seher, also dieser Priester, ja, spricht jetzt auch zu Amos, nachdem er ihn bei Jerobeam verklagt hat, du Seher, geh weg und flieh in das Land Juda und iss dort dein Brot und weissage dort daselbst. Aber weissage nicht mehr in Bethel, denn es ist das Königsheiligtum und der Tempel des Königreiches. Achtet, auch eine interessante Art und Weise, einen Propheten loszuwerden, indem man ihm den Rat gibt, nicht? Der verklagt beim König und möglicherweise hat der König darauf nicht reagiert oder irgendwie, jedenfalls wird er nicht beschrieben, und der Priester ging dann selber zu diesem Propheten und sagt, was, ich gebe dir den Rat, geh weg da von uns, von Bethel, sondern weissage nicht mehr hier in Bethel, sondern weil das ja das Königtum, das Haus des, das Heiligtum des Königs ist, nicht? Quasi das ist das Königsheiligtum und der Tempel des Königreiches. Und er soll ins Land Juda fliehen. Jetzt muss man fragen, wo ist denn der eigentliche Tempel des Königreiches gestanden? Das war ja nicht im Norden von Israel, nicht der, in, oder dort in Bethel, ja, wo der König hier gelebt hat, sondern flieh in das Land Juda soll er gehen, nicht? Bethel und Juda, wenn ihr das auf der Landkarte schaut, dann ist das eine im Norden und das andere ist im Süden. Jetzt schickt ihm der Prophet, der König Jerobeam, von Norden in den Süden, also nach Juda, dort soll er predigen. Und behauptet, dass das Heiligtum des Königreiches dort oben in Bethel, also im Norden ist. Das bedeutet hier, wenn wir das genau die Geschichte kennen, dann wissen wir, dass in Bethel eigentlich ein anderes Heiligtum stand, nämlich ein Götzentempel, ein Götzenort, der dort aufgestellt worden ist, ein goldenes Kalb, das dort angebetet wurde. Und das wurde dann als Tempel des Königs, nicht, das Königsheiligtum genannt. Und der eigentliche Tempel war ja in Jerusalem. Also hier ein Hinweis, geh dorthin nach Juda, aber lass uns hier da oben da in unserem Königreich in Ruhe. Auch eine interessante Darstellung. Ich meine, auch das habe ich in ähnlicher Weise schon erlebt. Ich habe gerade letzte Woche ein interessantes Gespräch mit einem Prediger-Ehepaar gehabt, die mir den Rat gegeben haben, nachdem ich da und dort hier in unseren Landen manche Schwierigkeiten habe,
die Botschaft in der Weise weiterzubringen. Ob es nicht besser wäre, wenn ich da nach Amerika gehen würde, denn dort in Amerika ist man da viel, viel offener und da wurde mir erzählt, dass sie da jetzt eine, gerade gehört haben von jemandem, der da in Amerika, nach Amerika gegangen ist und dort also das wirklich genießt, wie man dort offen ist, wie man dort auch kritische Fragen stellen kann und wie man da auch anderer Meinung sein kann und auch nicht gleich abgeurteilt wird, wenn man da vielleicht eine andere Meinung irgendwo äußert, ob es nicht besser wäre, ob ich mir das nicht überlegen könnte, dass ich vielleicht einmal dorthin gehen sollte und versuchen könnte, dort irgendwie den Menschen da etwas zu bringen. Also eine interessante, ein interessanter Vorschlag, wo ich dann gesagt habe, na, eigentlich war ich schon in Amerika, habe es dann ähnlich erlebt, ja, dass man doch dort etwas offener ist, das stimmt, ja, das habe ich auch selbst erlebt. Und dass man durchaus auch mal kritische Fragen stellen kann oder vielleicht neue Gedankengänge ja mal aufbringen kann und nicht gleich irgendwo in Verdacht gebracht wird, dass man da etwas Falsches verkündigt oder glaubt. Ja. Aber das ist eben auch sehr unterschiedlich, wie man das eben da und dort so aufnimmt. Aber es ist sicher nicht die Lösung, nicht? Es geht immer darum, wie reagieren Menschen dort, wo das Evangelium gerade verkündigt wird? In Micha, ein anderes, oder Entschuldigung, na, in Amos, Entschuldige, ja, da habe ich noch einen anderen Propheten, in den Amos im Kapitel 7. Da waren wir jetzt, Entschuldige, ja, das ist schon der Micha, ihr habt da keine Verwechslung mit Amos und Micha. Micha Kapitel 7, 2, Entschuldige, Micha Kapitel 2, schlagt da mal da noch auf, ein drittes Beispiel. Auch dieser Micha ist da in eine gewisse Auseinandersetzung geraten und er hat auch hier eine richtige Gerichtsbotschaft an das Volk gebracht. Und da heißt es hier: Jawohl, ihr werdet keinen Anteil behalten in der Gemeinde des Herrn. Micha 2, Vers 5. Da spricht er auch zum Volk, dass sie keinen Anteil haben werden in der Gemeinde des Herrn, dass sie getrennt werden von der Gemeinde des Herrn. Das bedeutet aber dann auch, wenn es wirklich die Gemeinde des Herrn ist, dass man hier getrennt wird auch von Gott, dass dieses Risiko besteht. Geifert nicht, sage, so geifern sie. Solches soll man nicht predigen. Wir werden nicht so zu Schanden werden. Ist denn das Haus Jakob verflucht? Meinst du, der Herr sei schnell zum Zorn? Sollte er solches tun wollen? Es ist wahr, meine Reden sind freundlich den Frommen, aber ihr steht wieder mein Volk wie ein Feind. Wie Leute, die aus dem Kriege kommen, raubt ihr Rock und Mantel denen, die sicher dahergehen. Also auch eine Drohbotschaft. Und die Leute haben ihm einfach gesagt, so wie du predigst, sollst du nicht predigen. Ja? Und der Prophet sagt dann im Vers 11, wenn ich ein Irrgeist wäre und ein Lügenprediger und predigte, wie sie saufen und schweigen sollten, das wäre ein Prediger für dies Volk. Ist das nicht eine Tragik, wie es Propheten ergangen ist? Aber ihr merkt, es ging nicht nur gewaltvoll zu. Man hat auf sanfte Art und Weise, einfach durch Reden, durch gewisse Sprache, durch ein gewisses Verhalten, hat man sich hier gegen Gottes Wort, gegen Gottes Botschaft, gegen Gottes Plan gestellt. Ja? So sollst du nicht predigen. Das heißt, am liebsten hätten ihnen die Leute den Propheten die Predigten vorgeschrieben und ihnen gesagt, was sie zu predigen haben, damit es ihnen wohlgefällt. Ja? Wie das auch vielleicht beim Hesekiel dort der Fall gewesen wäre. Auch das habe ich in meiner Predigerzeit immer wieder erlebt und ich habe so manchen Leuten, die da kritisch den Predigten gegenüber gestanden waren, auch bei solchen Themen, wo ich absolut überzeugt war, dass das hier eine Wahrheit ist, die verkündigt habe und doch ist es sehr, sehr kritisiert worden und dass man gesagt hat, naja, du müsstest das anders sagen, du müsstest das so und so sagen. Ich habe manchmal den Leuten gesagt, weißt du, am liebsten, ja, vielleicht kannst du mir mal eine Predigt aufschreiben, vielleicht kannst du mir einen Vorschlag machen, wie ich meine Predigten halten soll, dann könnte ich sie vielleicht einmal anschauen und vielleicht dann versuchen, so zu predigen. Aber
es ist etwas, wo ich mir sage, die Geschichte wiederholt sich immer wieder, dass Leute am liebsten selber den Prediger vorschreiben würden oder den Verkündigern, was sie zu predigen haben und wie sie predigen sollten, damit man ihnen recht zuhören kann. Tragische Geschichte, wenn man sich das überlegt, dass hier so auf die Art und Weise mit dem Wort Gottes umgegangen ist. Denn solche Menschen haben ja im Namen Gottes geredet. Was aber sagt Gott im Alten Testament? Immer wieder hat er aufgerufen, gehorchet meiner Stimme. Und tut, und da möchte ich euch auf einen Text hinweisen, in 1. Chronik, Kapitel 16, 22, als weiterführenden Gedanken, einen Text, den ich immer wieder betonen möchte. Im Alten Testament waren ja Könige, Priester und Propheten, eigentlich alle drei, sowohl die Könige als auch die Priester, als auch die Propheten, waren ja von Gott gedachte Knechte Gottes, ja, die dem Volk den Weg weisen sollten. Nicht nur die Propheten, sondern auch Könige und Priester sollten ja diesen Auftrag erfüllen, das Wort Gottes in der rechten Weise weiterzugeben. Und da lesen wir in 1. Chronik 16, wie sich das Volk diesen Königen, Priestern und Propheten, die im Alten Testament auch zu ihrem Amt eingesalbt wurden oder gesalbt wurden, von Gott berufen, durch Salbung berufen, wie das Volk mit ihnen umgehen sollte. Da steht im Vers 21 oder Kapitel 1. Chronik 16, Vers 22, tastet meine Gesalbten nicht an und tut meinen Propheten kein Leid. Das ist eine wichtige Aussage, die auch wiederholt wird in Psalm 116, Vers 15. Könnt ihr diese Stelle auch lesen, ja, Psalm 116, Vers 15. Eine Wiederholung dort, wo derselbe Gedanke, also derselbe Psalm, den ihr hier findet, in 1. Chronik, wird dort im Psalm 116 wiederholt. Den Gesalbten Gottes kein Leid zuzufügen. Und man kann, wie ich jetzt versuchte zu sagen, Gesalbten Gottes nicht nur Leid hinzufügen, indem man sie gewaltvoll irgendwo behandelt, sondern indem man sie auch auf diese Art und Weise behandelt, wie wir das jetzt gesehen haben. Denn ich kann mir vorstellen, dass ein Jesaja, ein Jeremia, ein Ezekiel, ein Amos oder ein Micha, wie wir jetzt gesehen haben, nachdem sie gesehen haben, wie die Leute mit ihren Botschaften umgehen, dass ihnen damit auch viel Leid zugefügt wurde. Und das sollte nicht geschehen. Weder ihnen seelisches Leid zuzufügen, noch körperliches Leid zuzufügen. Das sollte hier geschehen. Und schon gar nicht, dass solche Gesalbten verworfen, getötet oder ausgerottet werden. Und jetzt betraf das ja Könige, Priester und Propheten, denen man kein Leid zufügen sollte, man sie nicht verwerfen und sie nicht töten oder nicht ausrotten sollte. Und jetzt habe ich mir die Frage gestellt, war Johannes der Täufer auch einer solcher Gesalbten? Und ich denke, die Frage ist eindeutig zu beantworten, denn wenn der Johannes hinausgegangen ist an den Jordan und dort gepredigt hat, dann ist er zu diesem Dienst von Gott berufen worden. Jetzt vielleicht nicht durch einen Priester gesalbt worden, deshalb haben wir dann auch die Pharisäer und Schriftgelehrten gefragt, wer bist du denn? Wer gibt dir denn die Erlaubnis zu predigen? Woher hast du denn den Auftrag? Und Johannes konnte hier auf keine priesterliche Weihe hinweisen, obwohl er ein Sohn des Priesters, eines Priesters war, der Zacharias war ja ein Priester, konnte Johannes auf keine Priesterweihe aufmerksam machen. Und das ist ja sehr bemerkenswert, dass uns nirgends berichtet wird, dass er als Priester geweiht wurde, denn dann hätte er müssen im Tempel dienen. Sondern er tauchte dann einfach in Judäa auf, an den Jordan, und als die Leute fragen, woher hast du denn deine Taufe? Jesus hat ja später auch diese Frage an die Schriftgelehrten gestellt, als er kurz vor seiner Hinrichtung stand, haben sie mir gefragt, woher hast du denn Jesus, nicht diese Vollmacht? Und Jesus hat ihnen die Rückfrage gestellt, ja, woher kam denn die Taufe des Johannes? Ist sie von Gott oder ist sie von Menschen?
Erinnert euch, wie die Antwort dann war, nicht? Haben sie dann beraten, ja, sagen wir das, nicht? Sagen wir es als von Gott, dann wird er sagen, warum habt ihr ihn dann nicht geglaubt? Und sagen wir es von Menschen, dann fürchteten sie das Volk, denn sie hielten Johannes als einen großen Propheten. Das hat ja auch Jesus von ihm gehalten. Also, ich hatte Jesus damit ganz deutlich zum Ausdruck gebracht, Johannes hat seinen Auftrag von Gott. Das heißt, er ist von Gott berufen, damit auch von Gott durch den Heiligen Geist gesalbt worden. Ja? Und er war in diesem Sinne auch ein Gesalbter. Und für ihn galt genau das gleiche Wort, du sollst keinen Gesalbten töten oder du sollst keinen Gesalbten ein Leid antun und ihn schon gar nicht ausrotten. Und nun haben wir aber genau dieses Wort ausrotten in dem Buch Daniel von einem Gesalbten, der hier angekündigt wurde, dem Johannes ja den Weg bereitet hat. Und es ist ja sehr bemerkenswert, dass gerade dieses Wort hier in der Daniel 9, Vers 26, also beschrieben ist, wo es heißt, Daniel 9, Vers 26, und nach den 62 Wochen wird ein Gesalbter ausgerottet werden und nicht mehr sein. Achtet darauf, habe ich auch immer wieder versucht aufmerksam zu machen, da steht nicht, und nach den 62 Wochen wird der Gesalbte ausgerottet werden, sondern es steht hier auch im Grundtext ganz bewusst nicht dieser bestimmte Artikel, diese bestimmte Bezeichnung der Gesalbte, sondern ein Gesalbter. Jetzt ist es sehr bemerkenswert, wenn manche der Zuhörer, die jetzt zuhören, kennen sich da schon sicher in dieser Prophezeiung aus, wo es da um diese 70 Wochen geht, ja. Und um diese 7 Wochen und 62 Wochen, die da im Zusammenhang stehen mit dem Wiederaufbau Jerusalems und mit dem Kommen des Gesalbten. Wenn ihr diese Berechnung von 457 berechnet, ihr könnt das für euch selber machen, von 7 Wochen plus 62 Wochen, wenn man am Ende der 62 Wochen kommt man in das Jahr 27. Und dieses Jahr 27 war eigentlich das Auftreten des Johannes des Täufers und Jesus. Das heißt, Jesus und der Johannes der Täufer sind beide zur gleichen Zeit aufgetreten, im gleichen Jahr. Ja? Das ist bekannt, das kann man in jeder biblischen Chronologie so drinnen finden. Und das war genau diese 62 Wochen nach dem Befehl des Wiederaufbaus Jerusalems. Ja? Ist sowohl Johannes der Täufer an den Jordan gegangen, als auch Jesus, an den Jordan gegangen. Jetzt wissen wir, dass nicht nur Jesus ausgerottet wurde nach diesen 62 Wochen, sondern auch Johannes der Täufer wurde ausgerottet. Also, da steht aber jetzt hier in dieser Prophezeiung nicht da. Es steht hier, ein Gesalbter wird ausgerottet werden. Aber ihr erinnert euch an diese Aussage, die wir in Matthäus 17 gesehen haben und in Markus 9. Da hat Jesus von seiner Verwerfung gesprochen, aber gleichzeitig seine Verwerfung mit der des Johannes des Täufers in Verbindung gebracht. Ja? Und er sagt, wie dem von ihm geschrieben stand. Hier haben wir eine Prophezeiung, die wir absolut normalerweise nicht mit Johannes den Täufer in Verbindung bringen können, sondern mit dem Messias. Denn von dem Gesalbten, von dem hier die Rede ist, ist sicher nicht der Johannes der Täufer gemeint. Denn hier im Vers 25 wird ja dieser Gesalbte auch als ein Fürst bezeichnet, der da kommen sollte. Also dann in 9, Vers 25. So wie sie nun und gebracht von der Zeit an, als das Wort erging, Jerusalem werde wieder aufgebaut werden, bis ein Gesalbter, ein Fürst kommt, sind 7 Wochen und 62 Wochen. Ja? Also ein Gesalbter, ein Fürst. Der Johannes der Täufer war zwar ein Gesalbter, aber er war kein Fürst. Deshalb bezieht sich dieser Gesalbte und dieser Fürst kann sich jetzt hier logischerweise in der Erfüllung nach den 62 Wochen nur auf Jesus beziehen. Aber es ist trotzdem bemerkenswert, dass Johannes ebenfalls als Gesalbter ausgerottet wurde.
auf eine andere Art und Weise wie Jesus, nicht am Kreuz, sondern durch das Schwert des Herodes. Also damit haben die Juden sich sagen können, wir haben ihn nicht umgebracht, ja? Wir haben ihn nicht vernichtet. Das wird ja auch heute sogar von Jesus gesagt, dass man sie die Schuld auf den Pilatus schiebt. Also wieder hat man einen Römer, dem man die Schuld zustehen kann. Aber im Grunde genommen, dahinter lag eigentlich die Verwerfung durch das jüdische Volk in beiden Situationen. Trotzdem ist es bemerkenswert, auch wenn hier steht, ein Gesalbter wird ausgerottet, trifft das grundsätzlich auch auf Johannes dem Täufer zu. Er wurde in dem Jahr, buchstäblich in der 62. Woche, offensichtlich wurde Johannes der Täufer ausgerottet, Jesus wurde erst 3,5 Jahre später ausgerottet. Also vielleicht hat auch Jesus hier, als er sagte, sie werden mit ihm tun, was sie wollten, wie von ihm geschrieben steht, vielleicht hat auch Jesus an diese Stelle gedacht, wo er gesagt hat, im Grunde genommen wird das Gleiche passieren mit ihm, was da von Johannes dem Täufer über ihn als den Sohn Gottes vorausgesagt worden ist. Das ist auch eine weitere Erklärung, die ich gerne hier ansprechen möchte, auf ein Faktum aufmerksamer machen würde, wie es zur Ausrottung des Johannes des Täufers, aber gleichzeitig auch zur Verwerfung Jesu gekommen ist. Und nun stellen wir uns natürlich, oder müssen wir uns die Frage stellen und werden wir uns in unserem weiteren Thema die Frage stellen, welche konkreten Folgen hatte eine solche Verwerfung des Johannes des Täufers? Dann mit ihm gleich 2 Jahre später des Messias, aber gleichzeitig auch die Verwerfung aller Propheten schon vor ihnen. Das heißt, Johannes der Täufer wurde verworfen, weil ja schon viele Propheten in der Geschichte vorher von den Juden verworfen wurden. Jesus wurde verworfen, nicht nur weil Johannes der Täufer von den Juden verworfen wurde, sondern weil auch schon viele Propheten vorher verworfen wurden. Das heißt, die Verwerfung Johannes des Täufers und Jesus standen in der Tradition des jüdischen Volkes, der Tradition, dass man hier über Jahrhunderte hindurch immer wieder wahre Propheten verworfen hat. Und ich möchte jetzt auch in die Zeit vorher hineingehen, in die Zeit sogar vor der Sintflut, wo es den Propheten Gottes, den Wegbereitern, ähnlich ergangen sein musste. Und jedenfalls genügend Hinweise, dass man hat. Und die Folgen waren immer eigentlich sehr zerstörerisch. Wenn wir aber jetzt nur mal von der direkten Situation von Johannes dem Täufer ausgehen, dann möchte ich euch jetzt noch einmal zurückführen auf Matthäus 21, auf dieses Gleichnis, das Jesus gesprochen hat, wo ja von dieser Verwerfung der Knechte die Rede ist, die Gott in diesen Weinberg sandte. Jesus hat ja in diesem Gleichnis die Juden selbst herausgefordert, jetzt eine Frage zu beantworten, nachdem er ihnen dieses Gleichnis erzählt hat. In Matthäus 21 lesen wir, als Jesus sagte, wie diese bösen Knechte jetzt auch den Sohn hinausgeworfen haben und ihn getötet haben und ihn letztendlich verworfen hatten. Wenn nun der Herr, Vers 40, wenn nun der Herr des Weinberges kommen wird, was wird er diesen Weingärtnern tun? Das war eine Frage direkt an seine Zuhörer. Sie sprachen zu ihm wie aus einer Pistole geschossen, kann man sagen. Er wird die Bösewichte übel umbringen. Also wenn das jemand mit seinen Knechten macht, ich muss sagen, wenn ein Weinbauer seinen Weingarten an Weingärtner ausgibt und sie behandeln dann die Knechte, die kommen, um die Früchte zu holen, so wie das in diesem Gleichnis gemacht wurde, dann war das diesen Leuten klar, die verdienen einfach hier eine strenge Strafe. Er wird die Bösewichte übel umbringen, sagen sie, und seinen Weinberg an andere Weingärtner vergeben, die ihm die Früchte zur rechten Zeit geben. Und da bleiben wir jetzt etwas stehen in unseren Gedanken und fragen uns, was bedeutet denn das wirklich, wenn Jesus hier gesagt hat, er wird diesen Weinberg an andere Weingärtner geben?
Der Weinberg ist ja das Volk Israel, haben wir gesagt, ja, das Gott berufen hat, um ein Vorbild zu sein für alle Völker. Dieses Volk sollte zu einem wunderbaren Weinberg werden, in dem die Völker, fremde Völker, kommen sollten und von diesem Weinberg genießen sollten, die Früchte von diesem Weinberg essen sollten. Das heißt, sie sollten hier von diesem Weinberg Israels großen Segen empfangen. Das kann man hier grundsätzlich sagen. Und jetzt kündigt Jesus an, ihnen wird dieser Weinberg genommen und einem Volk gegeben werden, das zur rechten Zeit die Früchte bringt. Nicht verzögert, sondern zur rechten Zeit. Hier haben wir offensichtlich auch ein gewisses Konzept der Verzögerung, wenn Jesus das jetzt anspricht, die ihm die Früchte zur rechten Zeit geben. Ja? Was heißt das? Jesus sprach zu ihnen, habt ihr nie gelesen, der Stein, den die Bauleute verworfen haben, der ist zum Eckstein geworden. Von dem Herrn ist das geschehen und ist ein Wunder vor unseren Augen. Das heißt, damit nimmt Jesus Bezug auf sich selbst, auf diesen Sohn in dem Gleichnis, den man verworfen hat. Und jetzt nimmt Jesus dieses Bild auf und sagt, denkt daran, da gibt es einen Text im Jesaja, wo da jemand verworfen wird, ein Stein, der verworfen wird, der aber dann zum Eckstein wird. Eine Botschaft, die er vermitteln wollte, wo er den Gedanken hier in das Denken der Schriftgelehrten hineinlegen wollte, dass man riskiert, wenn man jemanden verwirft, dass man den nicht los wird, sondern dass der noch stärker dort steht, als er vorher gestanden hatte. Und ich denke, das ist auch eine Erfahrung in der Geschichte, dass man all jene Menschen, die man um der Wahrheit willen, irgendwo in der Geschichte abgelehnt hat, sei es wegen einer religiösen Wahrheit, sei es wegen einer wissenschaftlichen Wahrheit, sei es in Bezug auf Astronomie oder Physik oder Chemie oder selbst Medizin, die Leute, die man um besondere Erkenntnisse willen verworfen hat, diese Erkenntnis ist dann erst recht noch zu einer unumwerflichen Wahrheit geworden. Durch das Verwerfen, oder vielleicht erst dank dieses Verwerfens, kann man oft sagen, ist das erst interessant geworden, ist das erst zu einer unumwerflichen Wahrheit geworden. Das ist auch bei Propheten und bei Jesus war es ja vor allen Dingen auch so. Und dann sagt er weiter, darum sage ich euch, das Reich Gottes wird von euch genommen und einem Volk gegeben werden, das seine Früchte bringt. Und da haben wir jetzt den Gedanken, der Weinberg ist ihnen genommen worden, aber da bringt Jesus jetzt diesen Weinberg gleichzeitig mit dem Reich Gottes in Verbindung. Und er sagt hier, es wird euch nicht nur der Weinberg symbolisch genommen, das heißt, euer besonderer Auftrag, ein besonderes Volk zu sein für die Welt, sondern das Reich Gottes wird euch damit gleichzeitig genommen. Und das ist ja etwas mehr, als dass ich nur von meiner Berufung irgendwo losgelöst werde und dass mich Gott von meiner Berufung irgendwo wegführt und die Berufung rückgängig macht. Sondern es kann ja sein, und das ist offensichtlich hier der Fall, dass mit dieser Auflösung der Berufung Israels ihnen auch das Reich Gottes verloren gegangen ist. Und das passt ja jetzt wieder, dieser Gedanke passt jetzt eigentlich genau in das hinein, was Jesus, dem mir im Zusammenhang mit Johannes dem Täufer sagt, dem Himmelreich ist Gewalt angetan worden und die Gewalt tun, die reißen es weg. Aber eigentlich in der Praxis hat sich das so abgespielt, dass denen, die dem Himmelreich Gewalt angetan haben, ihnen jetzt auf diese Art und Weise das Himmelreich genommen worden ist. Das heißt, niemand kann einen Propheten verwerfen, der die Wahrheit verkündigt. Niemand kann Gottes Auftrag einfach verwerfen oder auch die Propheten verwerfen, ohne damit nicht zu riskieren, das Himmelreich zu verwerfen, dass ihm das Himmelreich verloren geht und ihn genommen wird. Das ist der Gedanke, den wir hier ganz deutlich haben. Was ist eine weitere Folge dieses Verwerfen des Himmelreichs und dass ihnen das Himmelreich genommen wurde?
dieses Gleichnis von den bösen Weingärtnern hatte Jesus eigentlich in Anlehnung eines Gleichnisses genommen und erklärt, das schon der Prophet Jesaja eigentlich verkündigt hat. Jesus hat hier nicht ein neues Gleichnis erfunden von diesem Weinberg, sondern er hat eigentlich ein Gleichnis genommen, das den Juden schon vom Propheten Jesaja her bekannt gewesen sein musste und sehr vertraut gewesen sein musste. Denn in Jesaja 5 lesen wir ja etwas ganz Ähnliches. Und ich lade euch ein, da schlagen wir auf, Jesaja Kapitel 5. Und da steht von Vers 1 weg: Wohlan, ich will meinen lieben Freunde singen, ein Lied von meinem Freund und seinem Weinberg. Mein Freund hatte einen Weinberg auf einer fetten Höhe, und er grub ihn und entsteinte ihn und pflanzte darin edle Reben. Ihr merkt, das ist genau das Gleiche, was Jesus erzählt hat vom Prinzip her. Er baute auch einen Turm darin und grub eine Kelter und wartete darauf, dass er gute Trauben brächte, aber er brachte schlechte. Also auch hier habt ihr von einem Turm die Rede, von einem Zelter. Und dann im Vers 5 habt ihr auch den Zaun. Im Vers 5, wohlan, ich will euch zeigen, was ich mit meinem Weinberg tun will. Sein Zaun soll weggenommen werden, dass er verwüstet wird, und seine Mauer soll eingerissen werden. Achtet, also hat er diesen Weinberg auch mit einem Zaun umgeben oder sogar mit einer Mauer umgeben. Das gleiche Bild, das Jesus dort in Matthäus 21 hat, ja. Da hat Gott hier schon im Alten Testament, achtet, das ist ein Gleichnis aus dem Alten Testament durch den Propheten Jesaja, wo Gott schon wartete auf die Früchte in diesem Weinberg, dass er gute Früchte bringt. Aber in Vers 2 steht, er brachte schlechte. Und was war jetzt die Folge davon? Da steht jetzt hier nicht, dass sie die Knechte getötet haben und den Knechten die Früchte nicht gegeben haben. Merkt ihr, da hat Jesus dieses Gleichnis jetzt erweitert und in die reale weitere Geschichte eingebaut und mit der realen weiteren Geschichte Israels verknüpft. Ja? Hier ist nicht von Propheten die Rede, die da in den Weinberg gesandt wurden, um die Früchte zu holen, sondern hier hat Gott selbst offensichtlich die Früchte erwartet, wenn dieser Freund, der den Weinberg gepflanzt ist, Gott sein möchte, oder Gott ist einfach in diesem Gleichnis. Und auch da lässt der Gott dem Propheten Jesaja seine Zuhörer, die dieses Gleichnis vom Propheten Jesaja gehört haben, selber erklären, was sie jetzt in dieser Situation tun sollten. Im Vers 9, nun richtet ihr Bürger zu Jerusalem und ihr Männer Judas zwischen mir und meinem Weinberg. Ja? Was sollte man noch mehr tun an meinem Weinberg, das ich nicht getan habe? Meine lieben Freunde und Zuhörer, das sagt Jesaja über 700 Jahre vor Christus. Da sagt Gott schon, was hätte ich denn noch mehr tun können für diesen Weinberg? Das heißt, die Früchte hätten hier schon längst gebracht werden müssen. Denn der Weinberg wurde von hier weg etwa 700 Jahre vorher, als Gott das Volk Israel aus Ägypten herausgeführt hat, gepflanzt. 700 Jahre hatten sie schon Zeit, Früchte zu bringen. Und jetzt durch den Propheten Jesaja sagt Gott, was hätte ich denn noch alles tun können für meinen Weinberg, was ich nicht schon getan habe? Wohlan, und jetzt kommt die Ankündigung, warum hat er denn, oder Vers 4 noch in der Mitte, warum hat er denn schlechte Trauben gebracht, während ich darauf wartete, dass er gute brächte? Und jetzt müsste man fragen, was wären denn die guten Früchte gewesen? Diese guten Früchte wäre ein guter Charakter gewesen, ein gläubiges Leben, ein Licht für die Welt. Wäre dann das Himmelreich schon viel eher auf, hätte das Himmelreich nicht schon viel eher aufgerichtet werden können? Das messianische Reich, von dem wir in den letzten Vorträgen schon sehr viel gehört haben, was Gott hier vorhatte. Ihr merkt auch in diesem Gleichnis, in Verbindung mit dem Gleichnis, was Jesus geschildert hat, ist hier ganz eindeutig von diesem Plan Gottes die Rede, dass die Früchte da sein sollten. Und wenn die Früchte da sind, dann bedeutet das ja vorbereitet sein für das Himmelreich.
Und was wird jetzt angekündigt hier? Schon im Alten Testament. Wohlan, ich will euch zeigen, was ich mit meinem Weinberg tun will. Sein Zaun soll weggenommen werden, dass er verwüstet werde, und seine Mauer soll eingerissen werden, dass er zertreten werde. Ich will ihn wüst liegen lassen, dass er nicht beschnitten noch gehackt werde, sondern Disteln und Dornen darauf wachsen, und will den Wolken gebieten, dass sie nicht darauf regnen. Der Herr Zebaoth, des Herrn Zebaoth Weinberg aber ist das Haus Israel. Und die Männer Judas, seine Pflanzung, an der sein Herz hing, achtet, sein Herz hing an diesem Volk. Und da muss man fragen, wie konnte das Herz Gottes noch an diesem Volk hängen, wenn es ihn immer wieder seit Jahrhunderten so enttäuscht hat? Da sehen wir wirklich diese Langmut und diese Güte Gottes, diese Geduld, die er mit diesem Volk hatte. Aber meine lieben Geschwister, wir dürfen nicht vergessen, wie viele Millionen und Hunderttausende von Israeliten in diesen 700 Jahren ihr Leben verloren haben, auf brutale Art und Weise, durch Katastrophen, durch Kriege. Wie viele von diesen Millionen Israeliten, die hier nicht diesen Weg gegangen sind, werden das, für wie viele von ihnen wird das Himmelreich verloren sein? Ist das Himmelreich verloren gegangen? Und für wie viele Israeliten in der ganzen Geschichte hat sich damit auch das Himmelreich verzögert? Die wirkliche Aufrichtung des Himmelreiches verzögert? Kann man wirklich davon sprechen? Oder hat Gott hier einen fixen Plan gehabt, der sich unbedingt erfüllen musste? Gehen wir weiter in diesem Gedanken. Lesen wir noch den Vers 7 zu Ende. Er wartete auf Rechtsspruch. Gott wartete auf Rechtsspruch. Siehe, da war Rechtsbruch. Auf Gerechtigkeit. Siehe, da war Geschrei über Schlechtigkeit. Gott wartete auf Gerechtigkeit. Und wir, ich bin jetzt da rausgefallen. Ich weiß nicht, ob ihr mich jetzt hören könnt, aber bei mir hat es ein Zeichen gegeben, dass ich da aus der Verbindung rausgefallen bin. Könnt ihr mich noch hören jetzt? Kann vielleicht da jemand eine Meldung geben? Geht noch, okay. Bei mir war da ein Zeichen, dass die Verbindung gebrochen ist. Gut, dann geht's weiter. Also an diesem Text im Vers 7, zweiter Teil, er wartete auf Rechtsbruch, siehe, da war Rechtsbruch, auf Gerechtigkeit. Ja, das war ein Gedanke, den ich hier reinbringen wollte. Das Ziel Gottes war immer schon, dass er ein gerechtes Volk hat. Und wir reden hier von dem Plan, den Gott hatte, der Rechtfertigung aus dem Glauben. Davon sprechen wir normalerweise nur aus dem Neuen Testament her. Als würde es nur nach dem Kommen Jesu und vor allem erst nach der Verwerfung des Johannes des Täufers und vor allem nach der Verwerfung Jesu, nach seinem Tod, eine Rechtfertigung aus dem Glauben an Jesus Christus möglich sein. Aber er merkt, aus solchen Texten kann man ganz deutlich zeigen, dass das immer schon der göttliche Plan war, dass er ein Volk bekommt, das aus Glauben gerechtfertigt wird. Als Glauben an die Botschaft der damaligen Propheten. Das war keine andere Botschaft vom Prinzip her als die neutestamentliche Botschaft, die natürlich dann durch das, was Jesus verkündigt hat, noch viel mehr intensiviert worden ist. Aber das Prinzip, Gott wartete auf ein gerechtes Volk. Und die ganzen Wegbereiter hatten eigentlich diesen Auftrag, das Volk in der Gerechtigkeit zu unterweisen. Und so die Früchte Gott zu bringen, sodass das Himmelreich aufgerichtet werden konnte. Dieses messianische Friedensreich, von dem im Alten Testament mit all den wunderbaren Verheißungen ja die Rede ist. Hier wird von Zerstörung geredet, aber das ist jetzt nicht die Zerstörung, von der Jesus in dem Gleichnis gesprochen hat. Denn wir haben ein zweites Gleichnis, dann in das, was Jesaja hier gesprochen hat, die Zerstörung, da denken wir jetzt an die Zerstörung durch die babylonische Katastrophe. Denn Jesaja hat ja vor
der assyrischen Katastrophe und der babylonischen Katastrophe diese Warnungen gesprochen. Das haben wir in der Vergangenheit immer wieder betont. Aber jetzt haben wir in Matthäus 22 noch ein anderes Gleichnis, das ich jetzt nur noch kurz andeuten möchte. Und darüber werden wir uns das nächste Mal tiefere Gedanken machen. Wir haben hier im zweiten Gleichnis den Hinweis, dass was geschehen würde, nachdem diese Knechte die Menschen zur Hochzeit geladen haben und die Leute nicht zur Hochzeit gekommen sind. Hier sagt Jesus in diesem Gleichnis nicht, dass ihnen das Reich Gottes genommen wird, wie er das dem Gleichnis von den bösen Weingärtnern gesagt hat, wo er gesagt hat, euch wird das Reich Gottes genommen werden, sondern hier sagt er im Vers 7, in Matthäus 22, Vers 7. Da ward der König zornig und schickte seine Heere aus und brachte diese Mörder um und zündete ihre Stadt an. Das war hier die Aussage, die Ankündigung für die Zerstörung Jerusalems, die dann kam. Alles, was hier in diesem Gleichnis davor steht, in diesem Gleichnis von der königlichen Hochzeit, muss ebenfalls in die Zeit vor der Zerstörung Jerusalem eingeordnet werden. Das heißt, wenn wir das dann das nächste Mal genauer anschauen werden, dann wird es hier um diese Einladung zur Hochzeit gehen, die eine Einladung war in alttestamentlicher Zeit. Und wir werden dann sehen, dass gerade in diesem Gleichnis, das jetzt hier dann besprochen wird von der königlichen Hochzeit, nicht von einem Wegnehmen des Reiches Gottes die Rede ist, sondern von einer Verzögerung des Reiches Gottes, von einer Verzögerung der Hochzeit. Und mein Titel war ja heute das verlorene oder verzögerte Himmelreich. Und ich möchte diese beiden Gleichnisse in Kapitel 21, Matthäus 21 und in Matthäus 22 in diesem Sinne euch verständlich machen, dass wir hier in dem einen Gleichnis den Gedanken einer verlorenen Hochzeit haben, ein verlorenes Himmelreich, sagen wir so, ja, ein verlorenes Himmelreich und in den anderen ein verzögertes Himmelreich. Was damit gemeint ist dann weiter, darüber wollen wir uns das nächste Mal tiefere Gedanken machen. Nehmt diese Gedanken für euch mit. Wir werden dadurch, meine ich, ein noch viel umfangreicheres, viel geschlosseneres Konzept von diesem Verzögerungsgedanken haben, den wir durch die ganze biblische Geschichte hindurch finden. Möge Gott uns helfen, dass wir in all diesen Texten, in all diesen Botschaften der Propheten und der Schilderungen der Geschichte Israels die wirklich rechten Schlussfolgerungen auch für unser heutiges Leben ziehen. Denn offensichtlich sind diejenigen, denen dieses Reich Gottes anvertraut ist und dieser Weinberg in neutestamentlicher Zeit anvertraut worden ist, in einer ähnlichen Situation, wenn nicht in einer ganz gleichen oder vielleicht noch in einer schlimmeren Situation, als das Volk Israel damals in alttestamentlicher Zeit. Darüber in unserem nächsten Thema. Gott segne euch und uns alle, wenn wir weiterhin über diese Gedanken nachdenken. Und ich wünsche euch weiterhin Gottes Segen und lasst uns noch mit einem Gebet zum Abschluss kommen. Lieber Vater im Himmel, ich möchte dir auch für diesen Abend danken, dass du uns durch diese Gedanken hindurchgeführt hast. Gib uns weiterhin viel Weisheit, dass wir diese Zusammenhänge noch tiefer verstehen und dass wir auch dein trauriges Herz verstehen lernen, das du haben musst, wenn du dich schon so lange auf die Hochzeit mit deiner Braut hier auf Erden gefreut hast und sie vorbereiten wolltest auf eine ewige Verbindung und dass du bis heute noch wartest, bis die Braut bereit ist und wir alle bereit sind, einmal in deinem Reich zu sein. Herr Jesus, wir wollen dich bitten, dass du uns auch vergibst, wenn wir selbst in der Vergangenheit vieles nicht verstanden haben,
weil wir zu träge waren, dein Wort richtig zu erforschen. Wenn wir in der Vergangenheit auch vieles versäumt haben, so zu leben und so zu glauben, wie du es uns in deinem Wort offenbart hast und wie du es uns, Herr Jesus, vorgelebt hast als Mensch auf Erden. Lass uns aber in Zukunft unseren Glauben ernster nehmen, lass uns auch unsere Mitmenschen darauf aufmerksam machen und hilf, dass wir nicht zu denen gehören, die daran schuld sein könnten, dein Reich zu verzögern, dass du immer noch länger auf die Hochzeit warten musst, die schon lange vorbereitet ist. Und so segne uns, wenn wir jetzt wieder voneinander gehen und wenn wir uns wieder trennen, dass jeder Einzelne die Gedanken weiterdenkt und führe uns auch in diese nächste Woche hinein und lass uns das nächste Mal wieder in Gesundheit zusammen sein. Wir preisen und loben dich dafür in Jesu Namen. Amen. Gut, ich darf euch damit alles Gute wünschen und Gottes Segen und ja, bis zum nächsten Mal. Es war die Anfrage irgendwo, dass meine Sendungen nicht auf demselben Kanal zu hören waren. Diejenigen, die irgendwo Probleme haben, meine Sendungen in den Zap-Live-Sendungen direkt zu hören, möchte ich nochmal darauf aufmerksam machen, dass alle Sendungen auf Hope and More, auf unsere Homepage Hope and More, www.hopeandmore.at übernommen werden. Ja, Jürgen Konrad hat gerade die Adresse hineingegeben. Dort werden alle Sendungen immer wieder übernommen, sodass sie dort abgerufen werden können, dass man nicht dort bei Zaplive irgendwie unter Schwierigkeiten es finden muss. Gut, dann Gottes Segen und bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.